Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, hinter was ich mich hier verstecken kann. Dass das Mock 26457 ganz genau so ist, ist der liebe Martin, hat es mir ausgeliehen. Danke sehr. Er ist auch der Entwickler, Ersteller und so weiter. Er hat es bei Rebrickable gepostet mit seiner Anleitung, die ihr kaufen könnt. $30, Euro, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall die Ecke. Und dann könnt ihr es nachbauen. Da sind auch die Teilelisten und all diese ganzen Geschichten sind dort zu finden. Und ich habe es mir geschnappt, weil ich es cool finde. Ihr wisst ja, ich habe den Lunalander gezeigt von Lego aus der Creator Expert Serie. Ich habe das Apollo, die Saturn 5 gezeigt. 21309 aus der Idea Serie. Beides liebe Putze Gesetz. Aber das ist natürlich der Wahnsinn. Deutlich über 7000 Teile. Ein Riesengeschoss. Ein Riesengeschoss. Und ich messe es mal kurz aus, damit wir über das Gleiche reden. Wir sind von hier hinten bis vorne 74 cm, 73 cm, riesig. In der Höhe liegen wir hier bei 42, bei dem Dickerchen hier so bei 35 cm. Durchmesser, also 41 cm, na gut, halt die 42 minus das hier. Und aber jetzt allein hier, die Waschtrommel hat 31 cm. Ohne Düse, ohne irgendwas, nur der Block. Unfassbar. Die Teile habe ich mir mal angeguckt. Bricklink beim Easy Buy sagt irgendwie $1500. Das geht schlauer. Ich habe mal ein bisschen weggefiltert. Ich bin so auf 900 bisschen gekommen, auf Anhieb. Man kann mit Sicherheit noch schauen, dass man hier und da was anders wählt. Vielleicht innen drin vielleicht eine günstigere Farbkombination. Ich weiß es nicht. Ihr kommt wahrscheinlich auf den Preis von 75.192, nur dass sie ein wesentlich cooleres Modell hat. Natürlich sind das hier auch Aufkleber, genau wie bei Lego. Das ist nicht bedruckt. Bei einem Einzelstück jetzt bei so einer Anfertigung glaube ich auch nicht wirklich sinnvoll, das anders zu machen. Aber natürlich könnt ihr euch ja bedrucken lassen. Wenn ihr die Anleitung kauft, kriegt ihr auch alle möglichen Infos mit. Und dann kann man es natürlich auch cooler drucken, drucken lassen, anstatt selbst zu drucken und nur aufzukleben. Ich würde sagen, ich nehme es mal ein bisschen auseinander, damit ich es euch zeigen kann, oder? So machen wir es. Ja, sage ich immer. Das kann man so wunderbar unterteilen. Hiermit habe ich später noch was vor, deswegen machen wir das separat. Dann haben wir hier so die Basis. Da ist ein bisschen nettes Zeug drauf, was man braucht, wenn man auf dem Mond rumspielt. Ja, eine Flagge, die muss man ja irgendwo pflanzen, das ist ja vollkommen klar. Und man hat so ein bisschen Equipment dabei. Klassisches, ich bin auf dem Mond Equipment. Habe ich auch, passt schon. Dann haben wir noch ein paar Figuren dabei. Na sicher. Mit lustigen Spiegelhelmchen, Visieren. Kennt ihr ja so klassische. Space-Kollegen sind lustig. Ich habe noch ein paar Froschmänner, die zeige ich euch aber später. So, und jetzt kommen wir zu diesem coolen Modul. Und der Lunalander. Und den schnappen wir uns mal, arbeiten wir hier raus und stellen den auf. Das Set ist sehr stabil. Klar wird mir mal jetzt gleich irgendwo eine Deko runterrauschen, aber das Set an sich... Ist sehr stabil, genauso natürlich wie auch hier. Kennt ihr auch aus dem 10262 diese schönen Teile. Stelle ich mal auf die Seite. Sockel brauchen wir jetzt nicht mehr. Genauso können wir natürlich dank der Stabilität das noch weiter auseinandernehmen. Mache ich auch gleich noch. Ich möchte euch nämlich noch was zeigen. Warte mal, das hebeln wir hier mal raus. Rausgehebelt. Haps und haps. Sehr viel bei dem Set wird hier mit diesen Plate Modified gearbeitet, mit Klammern und dann im Bar, um irgendwas irgendwo fest zu griffeln. Funktioniert ziemlich gut. Oh, stell ich doch mal kurz hier. Fangen wir doch mal unten an. Haps. Sehr cool, oder? In Perlgold. Ganz wunderbar. Nicht das Metallic aus der Creator Expert Serie. Das gibt es nicht in den ganzen Sonderformen, die hier verbaut sind. Deswegen, wenn man ja nicht selbst Lego ist, sondern aus dem bestehenden Material etwas kreiert, muss man natürlich darauf zurückgreifen, was Lego bisher in den Markt gebracht hat. Und ich finde, es ist großartig. Es ist glorreich. Im Metallic wäre es natürlich abgefahren. Aber so ist schon mal glorreich. Und ich finde, mit glorreich kommt man schon mal ein gutes Stück weit. Wir haben hier natürlich ein paar nette kleine Gimmicks. Wie zum Beispiel hier drüben bei dem United States Aufkleber. Irks. Haben wir hier so eine kleine Tür, die man öffnen kann. Ist das nicht nett? Ist doch immer lustig, oder? Man hat irgendwas gebaut, man hat irgendwo eine Tür, die macht man auf. Jo, heißer. Ne? Richtig. Ein richtiges Highlight in dieser Art haben wir, Moment, ich muss mich orientieren, hier drüben. Hier drüben diese Tür, ta-ta-ta, die können wir ganz aufmachen. Da drin ist ein riesen Platz, den zeige ich euch auch gleich noch, wofür man den sinnvoll einsetzen kann. Denn, hier drüben war doch auch noch
Hier hatte ich auch noch gelugt, genau. Möchte mal gerade auch. Das tue ich. Ich hänge fest. So. Hier sind auch noch lustige Luken, die man auf und zu machen kann, um Vorräte irgendwie unterzubringen. Ne? Vollkommen klar. Jetzt noch eine Kleinigkeit. Man kann die auch einfahren. Wie ihr seht, laufen hier Zahnräder. Ich war aber ein bisschen dabbig wohl. Und ich habe das nämlich gemacht, da dreht man hier unten und das löst ein Getriebe aus und alle vier von diesen netten Landefüßen laufen gleichmäßig. Allerdings habe ich das irgendwie ein bisschen außer Betrieb gesetzt. Das muss ich mir nochmal angucken, aber glaubt es mir. Wie gesagt, man kann das hier einsetzen. Es gibt ein super Bild online mit diesen eingezogenen Füßen und ihr seht ja hier die Funktion, das klappt großartig. Klappt dann einfach nach unten zusammen, also legt sich relativ flach an und geht wieder raus, auf allen gleichzeitig, wenn man hier dran dreht. Schöne Funktion, gar keine Frage. Ich wollte euch hier was zeigen, passt mal auf. Ihr seid also mit eurer Familie auf dem Mond unterwegs. Ja, habt gepicknickt, alles ist wunderbar. Seid also mit eurem Gefährt hier unterwegs. Alles ist schön und jetzt wollt ihr einpacken, der Regen kommt. Also sammelt ihr euer Equipment ein. Das nimmt man mal, die Kamera, ihr habt schöne Fotos gemacht von der ganzen Familie. So nehmt ihr. Und hier hinten haben wir auch noch was zum Rumhorchen gehabt, auch weg. Und jetzt kann man hier bei diesem kleinen Rover oder Mondfahrzeug das so einklappen, den Kollegen in die Mitte setzen. Dann könnt ihr die Räder, das sind alles Hingeplates, könnt ihr einklappen. Und dann könnt ihr das so nach oben klappen. Ja, handlich verstaut, finde ich auch. Und jetzt machen wir wieder auch. Und nach oben klappen. Ihr habt handlich euren kleinen Rover verstaut. Und dieser kleine Rover, ich meine, als wäre es geplant gewesen, passt hier rein. Und dann kann man den Deckel wieder zumachen. Und dann kann man das hier drüben in die Plate Modified einrasten. Und man hat seinen Rover wieder mit nach Hause gebracht. Sein Mondfahrzeug. Ist das nicht toll? Ihr seid auch begeistert. Ich dachte es mir. Ich habe Spaß an sowas. Genau. Ja, warte mal, was habe ich denn vergessen? Das Problem ist, es gibt hier einige Sachen und das ist alles so wild und ich kenne mich nicht aus. Deswegen bin ich hier immer so ein bisschen verloren zwischendurch, wenn ich nachdenke, was ich als nächstes machen wollte. Das habe ich nie eigentlich gemacht. Habe ich das hier rausgedrückt in meiner Heldenhaftigkeit? Das habe ich hier rausgedrückt. So. Ich wollte noch irgendwas, warte mal, hier, da. Ne, wir machen mal da weiter. Mir fällt es noch ein. Oh, Verluste. Hier ist auch wieder Plate Modified, die man hier anbringt und dann kann man das in Position setzen. Genau. Hier sind die Leitlichen, ihr kennt das ja, das hatten wir ja in, jetzt sieht man auch die Dauerwerbesendung nicht mehr, es geht ja nicht. Sonst seid ihr verwirrt und dann denkt ihr, wo sind wir jetzt hier, macht ihr jetzt Werbung, macht ihr keine Werbung, was ist das eigentlich? So, und dann kommen wir hier hin. Wiegt auch ordentlich, auch ein echter Klotz. Und ich meine, ich mag, dass es schön verfließt, es sind schöne Slopes angebracht. Einfach so mit Liebe halt gemacht, mit schönen Teilen. Übrigens ist da auch nichts Buntes drin verbaut. Auch nicht innen. Nein, das geht. Man kann das so bauen. Das funktioniert tatsächlich. Und wir haben auch hier noch den schönen Trick, dass man das natürlich aufklappen kann. Wie eine kleine Puppenkiste. Warte mal, wie rum ist denn richtig, dass ich es euch nicht auf den Kopf zeige. Hier seht ihr auch die Aufkleber nochmal für die verschiedenen Kommando- und Bedienelemente, die Konsolen und solche Sachen. Spitzenklasse, oder? Spitzenklasse. Genau. Gefällt mir gut. Und es ist massiv. Dadurch hat es halt eine gewisse Qualität, es hat ein gewisses Gewicht. Man kann natürlich hier und da dann auch mal aufpassen, dass, also dass man es nicht irgendwie doof mal hinstellt, weil natürlich durch das Gewicht ein ordentlicher Druck auf allem lastet. Ja, ist ja vollkommen klar. So, warte mal, aber hier war ich dann, genau, hier war ich fertig. Ich glaube, ich habe keine Funktion hieran vergessen. Das war einfach nur cool, weil es so ein Klotz ist und weil man es aufklappen kann. Ich finde, es hat sofort, es gewinnt sofort massiv an Wert, sobald man es aufklappen kann. Habe ich Freude. Und das sind diese vier Henkel, mit denen es wiederum befestigt war. Ne? So, ich packe mal die Sachen ein bisschen auf die Seite. Spitze Klasse. Die, ich weiß, es geht doch und es sieht doch cool aus. Auf Anhieb. Und auch innen alles. Egal auch, wo man reinguckt. Da hat man irgendwelche Ecken, da guckt man mal rein. Bei Lego leuchtet dann irgendeine Farbe dadurch, die man nicht braucht. Hier guckt man rein, sieht gut aus. Einfach überall. Ich finde das hoch faszinierend, dass man das als, also erstmal, ich käme ja nicht auf die Ideen, ich bin ja null kreativ, das wisst ihr ja, aber eine Firma in der Größe Lego müsste auf solche Ideen kommen und sie schaffen es nicht. Ich finde das echt traurig, deswegen freue ich mich, dass Martin mir sowas Tolles ausgeliehen hat. Und Obacht, es geht hier weiter. Hab's. Jetzt kommen wir an den hier noch.
Ich sage es euch. So, jetzt machen wir hier mal einen Tausch. Das ist ein Klumpen. Und zwar ein richtiger. Und den heben wir jetzt auch mal hier aus seiner, aus seinem Nest hier raus. Obwohl, warte mal, heben wir den gleich raus? Ist es vielleicht sogar schlauer, wenn ich ihn noch kurz drin lasse? Ich glaube, es ist noch schlauer, weil schaut mal, so kann ich ihn da ranziehen und dann rüttel ich mal hier an diesem Griff. Haps. Ja. Und dann löst sich eine Außenhaut und ihr könnt da reingucken. Das Equipment, was man auch ein bisschen rausklappen kann, ist doch cool, oder? Komplett verschalt, ist auch alles mit Brackets gebaut. Ein bisschen, die Apollo hat ja mehr diese Brick Modified drin und arbeitet mit sehr, sehr vielen Farben, wie ihr wisst. Das ist hier nicht der Fall. Das ist sehr strukturiert gebaut. Das ist wirklich, wirklich, wirklich klasse. So, und ich zeige euch noch was anderes. Komme ich mal auf die Seite. Hier mit lustiger Antenne. Ich glaube, die mache ich mal ab. Ich habe irgendwie irgendwann Angst um sie. Lustige Antenne. Hier ist ja nochmal so ein schwarzes Ding. Kann man sich auch... Das ist wie so eine leicht angebrochene Wand bei Zelda, wisst ihr ja auch. Da kann man dann immer etwas drunter erwarten. Geht ab. Geht ab. Das sind dann die Pins, die hier drin stecken. Und da sieht man nochmal ins Innere. Ist das cool? Ist doch sensationell. Alles voll, alles mit kleinen Details vollgepackt. Kleinen Cupcakes, Muffins, alles da, was man braucht. Großartig. So, jetzt wieder richtig zumachen. Vorsichtig. So. Wir sind immer noch nicht am Ende, wenn ihr glaubt, irgendwie. Da. Wir haben gerade erst angefangen. Wir können jetzt natürlich diesen ganzen Block hier, das ist hier ein bisschen gesichert, diesen ganzen Block, das kann man natürlich auch noch auseinandernehmen. Hinten die Antriebseinheit wird auch angesetzt. Da ist aber jetzt keine Funktion mehr dahinter. Aber natürlich können wir jetzt, muss ich nur gucken, dass ich das dass mir das nicht auf dem Sockel hier umkippt. Tap, 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 tap. Muss ich mal gerade arbeiten. Ich will ja auch nichts kaputt machen. Das ist immer die Sache. Es ist super stabil, aber es gehört halt nicht mir. Wisst ihr? Und dann mache ich mir Sorgen. Ha! Ich habe eins rausgehebelt. Guckt euch das mal an. Eins habe ich rausgehebelt. Sekunde. Das will ich nur ein bisschen umschichten, damit es ein bisschen mehr Stabilität vielleicht gewinnt. So, und dann können wir das mal kurz beiseite schaffen. So, jetzt haben wir das hier. Wie habe ich denn das geschafft? Habe ich das echt von da unten drunter rausgeholt? Was bin ich denn für ein Tier? Egal, pack ich später wieder rein. Und jetzt haben wir hier noch diese kleine Rettungskapsel. Die ganz weiß ist, ganz schön glatt, wunderbar. Und diese wunderbare Außenhaut hat, die finde ich auch sehr, sehr gut aussieht. Und sie hat kleine Fensterchen, durch die man reinspechten kann. Die sind natürlich sehr klein, sagt ihr jetzt. Das ist richtig, deswegen gibt es auch einen Riesentrick. Hier gibt es eine Luke, mit der man da rein, die man abrupfen kann, wenn man so doof ist wie ich. Oder man kann sie auch, halt, oder man kann sie auch dran lassen. Und dann könnt ihr trotzdem reinschauen. Und da seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel, weil es mit der Beleuchtung und so weiter, die eher auf mich fokussiert ist, als direkt nach da vorne. Habe ich aber vorhin schon mal ausprobiert, kurz. Da hatte ich das hier abgenommen. Und das hier unten auch. So. Und da könnt ihr noch mal ein bisschen mehr reingucken. Ist da tatsächlich Platz für Leutchen? Ist das großartig? Sensationell. Kann man seine drei Jungs da reinlegen? Ha! Spitzenklasse. So, und jetzt nehme ich mir kurz das hier wieder. Ich möchte euch nämlich... Wir sind immer noch nicht fertig. Das ist... Und ich meine, das ist ein Mock. Ja, wir reden immer noch über einen Mock. Wir reden nicht über irgendein von einem Milliardenunternehmen entworfenes Ding und so weiter mit Lizenzvorgabe und so weiter und so fort. Nein, wir reden über etwas, was sich einer zu Hause ausdenkt. Setzt sich hin, denkt sich, hey, ich hab Bock, und dann kommt das bei raus. Also, bei mir käme es nicht raus, aber wenn man es drauf hat, kommt es halt raus. So, und den hier, ich setze den nur wieder ran, damit er wieder hübsch ist. Der kleine Kerl, das ist ja wichtig. So. Immer noch nicht fertig. Coole Kapsel, die sich auch wirklich gut baut und die auch richtig satt in der Hand liegt. Und sie sieht cool aus. Immer noch nicht fertig. Wir können jetzt noch das hier oben als Ganzes abnehmen, als lustigen Ring. Und haben dann das hier. Und das hier
so wie ich das verstanden habe. Ich bin ja nicht richtig vom Fach. Hier sind jetzt die Punkte, die ich gebraucht habe, deswegen musste ich es abnehmen. Hier sind bestimmt dann so Sendeviecher und so weiter und so fort. Obacht! Also ihr wart mit der Familie oben auf dem Mond, seid da rum, Picknick gemacht, Fotos gemacht. Ihr seid mit eurem Audition rum, habt es wieder zurückgebracht. Gut in das Ding, das kommt nicht wieder mit heim, aber was soll's. Auf jeden Fall habt ihr das wieder weggeschafft. Das Ding habt ihr erledigt und seid hiermit jetzt wieder hui, Richtung Erde zurückgeflogen. Und seid im Wasser gelandet. Da könnt ihr aber ertrinken, aber nicht mit unserer wunderbaren Ausrüstung. Ihr kennt noch die Räderchen, gell? Aus den Mars-Missionen und so. Also damit schwimmt das super. Obacht. Dann kommen Rettungsballons hier dran. Weiß nicht, ob das Luft oder ob das auch nochmal sendet oder was auch immer das nochmal tut. So. Und jetzt treibt ihr da so ein bisschen in der Gegend herum. Hervorragend. Und dann kommen die Freunde im Rettungsboot dazu. Haben noch eine kleine Rettungstragekapsel-Sache dabei. Und sind selbst so zwei lustige Froschmenschen. So, ich hoffe, sie fallen mal nicht um, wenn ich es euch zeige. Nur, da sind die da. Sensationell, oder? Ha! Also ich muss sagen, das ist so ein Gesamtkonzept, was für mich Sinn ergibt. Und jetzt kann man das aufklappen und dann sagt man, yo, Schiffchen davor, sind sie rausgeklettert, alle sind happy, die Familie ist beisammen. Und ich meine, guck mal, wie cool gefliest das hier aussieht. Habe ich euch das überhaupt gezeigt, nachdem man es abgenommen hat? Sensationell, von allen Seiten cool. Ich würde euch ja sagen, blättert mal schnell durch die Anleitung, aber dafür müsst ihr sie natürlich kaufen, das ist ein bisschen doof. Jetzt einfach nur für das schnelle Vergnügen, aber für Martin ist natürlich super und er hat sich irrsinnig Arbeit gegeben. Und recherchiert mal, was Anleitungen kosten von ernsthaft guten Mocs. Das ist nicht teuer. Auch wenn ihr so, jetzt eine PDF nur, komm, ja genau, nicht verstanden, das ganze Thema. Es ist wirklich, wirklich gut. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich erforsche jetzt nochmal das Modul, weil ich will, dass das nochmal wieder rein und raus fährt. Das kriegen wir aber auch noch mit den vielen kleinen Zahnräderchen. Aber ich fand es einfach großartig. Und guckt euch die Teillisten an. Schwarz, grau und hier, klar ist hier ein bisschen orange dabei, aber ansonsten weiß und gold. Und das war's. Es ist so entspannt. Ich habe den Sternenzerstörer ja gerade im Bau. Ich sage euch, es ist kein Vergleich. Einfach von dem Spaß, den man hat, wenn man damit umgeht. Egal, welche Ecke man erkundet, es macht Spaß. Deswegen. Es war mir ein Fest. Martin, ganz, ganz herzlichen Dank. Guckt gerne mal auf den Link mit Rebreakable. Da sind auch Bilder noch zu sehen. Es ist wirklich großartig. Ne? So ist es. Genießt euren, ich denke, es wird ein Feiertagsvideo. Genießt euren Feiertag, das Wochenende. Und wir sehen uns bald zum nächsten Video. Macht's gut.